Und damit, meine Lieben, mit dieser feurigen Überraschung von der Feuerratte, die hier oben herkam, geht's jetzt hier los. Wir trinken das Ale. Oh, es kommen auch gerade wieder so viele einzelne Gegner hier. Ich hole jetzt nochmal die hier ganz kurz weg. Und genau, dann trinken wir jetzt das Ale hier und dann geht die Party richtig los. So, wir müssen auch gucken, dass wir immer einen Ale-Intus haben, so nach dem Motto. Sonst wird's übel. Aber jetzt ist die Stimmung wenigstens gut. So, oh, und das Laufen ist schwer geworden, aus unerklärlichen Gründen. Aber gut, gut. Es ist, wie es ist. Ich guck mal, dass wir ein bisschen hier Dingens nutzen, unseren Ult. Weil wir haben ganz, ganz viel Ult durch das Bier jetzt gleich. Aber wenn das Bier abläuft unten, dann haben wir kein Dingens mehr. Kein, wie heißt das hier, Ult mehr, leider. Das heißt, wir müssen gleich wieder trinken. So, ich hole Elgi hoch, perfekt. Und dann geht's mal weiter hier. Oh, es ist übel. Aber es ist nicht so dramatisch. Weiter oben gibt's dann das nächste Ale. Und es zieht sich jetzt so bis zum Ende. Ja, ich weiß nicht hier. Ein ruhiger Punkt ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Map, muss ich sagen. Oh. Aber dass wir auch gar kein Ult haben, ist halt auch nicht so nice. Der hätte uns vielleicht ein bisschen helfen können, wenn wir jetzt Chaos Ball oder so bekommen hätten. Aber unser Stärketrank zählt auch als Ale. Das muss man beachten. So, ich lasse mal... Oh, da hinten wird jemand entführt. Aber Victor ist dran, perfekt. Na, ich lasse mal die Mates den hier nehmen. Ich nehme mir den unter dem Gedöns. Und ich hole mal hier erstmal die Rattling weg. Hau nochmal kurz auf den Morley hier drauf, damit der schön gestaggert ist. Aber genau, dann gucken wir mal hier unten. Manchmal liegen hier unten auch Tränke rum. Wir gucken mal. Oh ja, hier. Vielleicht möchte Sienna oder so den mitnehmen. Und genau, ich nehme mir das hier mit. Oh, und dann ist schon mal alles wieder besser. Nice. Und wir können ja im Notfall nochmal ein weiteres Ale trinken. Bis zu 3 können wir drin haben, aber wenn wir dann mehr trinken, wird es ungemütlich. So war das, glaube ich. Das ist so schlimm. Wir laufen geradeaus und Zepen, wir laufen geradeaus. Oh, links. Oh, ein bisschen nach rechts. Bisschen sonst wohin. Ich komme mal zurück. Ich möchte mal nach oben gehen. Auf der Map hier. So, genau hier wollte ich lang gehen. So, ich trinke dann mal direkt das nächste hier. Und dann hole ich mal hier oben den Stormburnen weg. Ich weiß nicht, ob es hier oben auch irgendwas gab. Aber genau, da gibt es einen Speedtrank. Aber ich glaube, sonst gibt es hier nichts weiteres. Und dann sind wir hier beim Brunnen. Ja, der Brunnen hier war auch eine interessante Position. Genau, hier gibt es ein paar Ales. Und wir müssen dann hier gleich weitergehen. Und ich guck mal, dass wir gleich ein Ale perfekt trinken. Genau jetzt trinken wir eins. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Unser Ale ist direkt weg und wir haben wieder eins bekommen. Sehr, sehr nice. Perfektes Timing. Okay, da hinten kann ich gerade nicht helfen. Da ist ein Sturm im Weg. Aber solange der Sturm zu uns kommt, hoffe ich mal, dass Sienna helfen kann. Kommt sie leider nicht. Victor wird weiter oben spawnen. Da können wir den gleich holen. Das ist nicht schön, aber ist auch nicht so dramatisch. So, die Rattling wird uns ein bisschen helfen, alles kleine Gedöns da wegzuholen. Ich guck mal, dass wir hier erstmal das kleine Gedöns wegholen, bevor wir das nächste Ale trinken. So, okay, das nächste ist drin, perfekt. Ich guck mal, dass wir hier hinten die Feuerratte und erstmal die Rattling wegholen. Die kann uns noch staggern. Die Feuerratte kann das ja nicht mehr, weil wir ein Schild haben und Karlsritter sind. Aber gut, gut. Hinter uns sind auch noch wieder ein paar mehr Gegner. Unser Ale läuft langsam ab. Aber ich versuche das so gut es geht hier auf 1-1 zu halten. Dass wir immer nur eins quasi gerade trinken. So, nächstes drinne, jawohl. Hier war gut genug gewesen. Und dann geht's weiter, dann geht's weiter. So. Dann können wir jetzt mal schubsen, um das Schild zu öffnen. Und dann holen wir den so weg. Dann holen wir mal die Rattling hier weg. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, sonst gibt es hier nicht so viel. Ich finde es so schlimm, wie wenn wir geradeaus laufen. Ich laufe jetzt nur geradeaus. Oh, voll nach links. Und. Okay, ich bin nicht noch weiter nach hier links gezogen und irgendwie runtergefallen. Okay, ich gehe mal nach hier und hole den hier mal mit dem Schild weg. Oh boy, jetzt haben wir ein Monster hier. Das ist natürlich nicht so schön. So, ich guck mal, ob ich den mit dem
Kryptonischen Schwert ein bisschen hier wegholen kann. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Feuerrate wegholen. Das ist auch sehr wichtig. Okay. Oh nein, Elgi ist die Letzte, die da noch am Leben ist. Aber auch nur so halbwegs, so wie es aussieht. So, okay. Kann ich Elgi hier holen? Nee, kann ich nicht. Tut mir leid, Elgi. Tut mir leid. Vielleicht kann ich den nach hier oben ziehen. Und dann hier runterspringen. Ich bitte gerne runterspringen. Wah! Ich muss ausweichen. Ich bin in der Krütze von dem Troll. Das ist auch nicht so schön. Ja, Kuba. Au, 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 au. Das ist auch ein bisschen au, au. Dann jetzt schnell nach hier. Oh, ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Nee, sieht nicht, sieht nicht gut aus für uns. Sieht gar nicht gut für uns aus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich gehe hier mal komplett nach hinten. Vielleicht kann ich hier hinten noch ein bisschen temporäres Leben holen. Oh, nee, der Troll hat uns durch die Wand getötet. Oh. Aber ja, das Spiel stürzt schon mal nicht mehr ab. Das ist ganz gut. Heute ist die Folge dann leider ein bisschen kürzer. Aber ja, dann am nächsten Tag gucke ich mal, dass wir das Event hier schaffen. Und danach nochmal den Versus-Mode angucken. Oder andersrum. Ist ja beides möglich. Und ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Die eine etwas länger und die eine etwas kürzere Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.